der letzten Episode. Ja, mach mal. Hast dich gut gekümmert. Auf jeden Fall bin ich extrem dankbar, dass er nicht so viel machen muss. Was ist das? Ja, okay. Dann schnapp ich mir den mal, bevor er runterrutscht. Danke. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei Fallout 4 in der Episode 135. Wir sind noch mit der Mission, weißt du, unter Daten natürlich, Unterschlupf Randolph 1 und sollen hier unten alle Feinde erledigen. Jamaica Plain hat 21 Leute und 45%. Bitte was? Was ist denn hier los? Okay. Nein, das war's falsch. Hab ich nicht die V-Taste für? Wir sind nicht drin. Okay, kann das sein. Das war doch dieses Ding, was so mini ist. Ja, okay, wo du im Prinzip fast keinen Platz hast. Wir haben nur 10 Schutz und nur 7 Betten. Ja, okay. Wie bauen wir das am geschicktesten? Kann man den Bus wegnehmen? Ne, kann man nicht. Tja, was tun, sprach Zeus. Was haben wir denn an Strukturen? Lagerhaus, Stall. Einfach so. Ja, Güterwagen jetzt nicht unbedingt. Ich hätte eher sowas gerne wie. Ja, nicht sowas. Ich hätte sowas wie Decken oder sowas. Beton. Metall, Holz, okay. Wie ist denn das? Mach mal eine Wand, genau. Gib mir mal irgendeine Wand, damit wir mal so eine Ausgangsbasis haben. Ja, ja, komm. Stell dich mal dahin. Stell dich mal dahin, so. Ja, ja. Okay. Kannst du da dran was bauen? Oder funktioniert das dann nicht? Nur so, echt? Na gut, ist mir fast egal. Dann brauchen wir irgendwas auch mit Tür. Ist das richtig rum? Ich glaube nicht. So rum. Ah. Ja gut, okay. Ich glaube, viel weiter als hier können wir dann auch nicht bauen, weil das geht dann, glaube ich. Naja, wobei, ist gerade noch drin. Halt. Nein, du sollst das umklappen. Hm. Das funktioniert so nicht. Warum nicht? Warum kann ich das nicht da dran bauen? Weiß man nicht. Okay, ist das mal egal. Jetzt brauche ich Wände, Böden, genau. Über so einen Holzboden. So. Kannst du ihn da draufsetzen? War nur einen Ansatzpunkt, das ist alles. Nicht? Okay. Warum nicht? Weil mir da so eine Querwand fehlt, oder was? Will irgendwie keine ansetzen. Was haben wir denn hier? Wenn du das da dran baust. Nee, das möchte er nicht. Okay. Rastet nicht ein. Muss ich erst ausrasten, oder was? Okay, das funktioniert so nicht. Wenn du das drehst, kannst du das irgendwie drehen? Nee, er macht das immer so. Mist. Warum kann ich da nichts drauf bauen? Ah ja. Kann man die irgendwie so? Nein, gut. Holzdächer. Ja, okay, dann halt andere Seite. Ich hätte gern die Seite. Warum kann ich nur auf der, weil das verkehrt rum ist oder was? Wahrscheinlich. Okay. So. Machen wir sowas hier. Genau. Und dann brauchen wir eine Treppe natürlich.
dass wir da irgendwie halt... Na gut, vielleicht nicht gerade an der Tür. Wie ist denn das, wenn du die so baust, kannst du da drauf gehen und dann aufs Dach? Ah ja gut, alles klar. Komm, komm, komm. Schön ansetzen. Hallo? Ist zu nah am Haus, oder was? Ja, wahrscheinlich ist es zu nah am Haus. Warte mal. Dann muss ich es anders machen. Dann muss die Treppe woanders hin. Dann bauen wir die Treppe. In die andere Richtung. Ja, Junge. Du bist im Weg. Kannst du mal einfach weggehen? Sag mal. Ich bin neu in der Gegend. Ich wollte mich mal vorstellen. Die Leute haben über dein Radiosignal gesprochen, also wollten wir es mal probieren. Wir wollten dir nur sagen, wie dankbar wir für diese Gelegenheit sind. Also sag mir, wenn ich irgendwas Bestimmtes machen soll. Wie wäre es mit aus dem Weg gehen? Jetzt gerade nicht, danke. Okay, lass es mich einfach wissen. Immer diese aufdringlichen, geschwätzigen Leute. Jetzt sind schon wieder Leute da. Ja, nee, so rum. Okay, runter, halt. Nee, weg, weg, weg. Weg. Okay. So. Okay, hier kann man leider nichts bauen. Das ist sehr schade. Okay. Toll. Okay, bau da nochmal an. Nein, du kannst das so gar nicht bauen. Warum baust du dann da an? Halt. Okay. Ja, genau. Das sieht da gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Mal gucken, ob das geht. Wenn man das hier drauf baut, geht das da drüber? Oder ist das nur ein Ding, was du halt unten dran bauen kannst? Ja, okay. Anscheinend schon. Was haben wir noch für Wände? Hier sind noch ein paar Wände. Gibt's aber auch was mit Fenster. Mensch. Nicht. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier fertig für Betten. Da müssen die Leute halt ein bisschen, ja, ein bisschen gefahrlos halt sein, wenn sie schlafen. Aber ich denke, das kriegen sie hin. Darf halt nicht aus dem Bett fallen. Ja. Warte, dann dreh das mal so. Achso, das kannst du nicht bauen, okay? Ja, okay. Ja. Gut. Andersrum, so rum, genau. So, dann kommt hier eins daneben. Na komm. Ja, es sind immer noch zu wenige. Das ist halt, du brauchst echt viele Betten hier. Ja, warte, das müsste eigentlich dann irgendwie so gehen. Jetzt haben wir 21 Betten. Jetzt haben wir gerade so viele Betten, wie wir Leute haben, echt? Okay, vielleicht kann man hier das oder da noch ein bisschen was hinstellen. So. Hoch. Gott, da haben wir auch schon platziert, alles klar.
Schutz hätten sie auch ganz gerne. Schwerer MG-Geschützturm. Bietet gleich 8 Schutz, okay. Scheinwerfer. Naja, Scheinwerfer bietet was? Braucht Strom. Was ist das denn? Raketgeschützturm. Ja, dann. Vielleicht eher nach draußen zielen. Vielleicht 26. Mal schon zusammen. Vielleicht kann man hier oben noch was hinstellen. Halt. Ja. Gott. Wie sieht das jetzt aus? Energie 3, Wasser 12. Naja gut, das sollte ja trotzdem reichen. Es ist ja nicht rot. Haben wir hier schon... Ne, das sind die normalen Läden. Genau, ich suche eigentlich... Wo waren das mit den Ressourcen? Haben wir schon eine Plünderstation hier? Wahrscheinlich nicht. Achso, Quatsch. Muss natürlich drin bleiben. Hallo, hallo, junge Frau, warten Sie bitte. Bitte das. Verstehe. Gut, hast du wirklich gut, dass du das verstehst. So, was haben wir denn hier bei Vault? Das schwebende Bett. Produziert 2 Energie. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Getränkautomat, da brauchen wir auch noch ein bisschen Strom. Dann haben wir ja neben dem, bei dem Getränkautomaten dann... Als 500 Bottle Caps kostet das. Wäre gut, das von nichts kommt nichts, oder? Würde ich mal sagen. Wieso geht das nicht da dran? Weil das so viel Strom braucht, oder was? Wir brauchen was anderes an Energiegenerator hier. Halt, Generatoren sind natürlich hier drunter. Wir haben kein Aluminium, bitte was? Generatormittel produziert 5, okay? Der braucht wenigstens kein Aluminium, okay? Mal gucken, ob das reicht. Und einmal bitte hier hin. Ist zu weit weg. Gut. Jetzt müssen wir nur noch die Leute finden, die sich darum kümmern. Sie hat ja hier mit diesen schwebenden Bäden genug zu tun. Wasserpumpe. Hey Wasserpumpe. Du strampelst mal. Zeugst dir noch ein bisschen extra Strom? Ja, okay. Falsche Taste. Nicht wegrennen, gell? Kommen Sie mal mit. Warte mal, da rennt ja schon jemand rum. Zugewiesen Essen, echt? Und du? Okay. Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. So, wer ist von euch der Optiker? Oder der Optomologist? Ich glaube, du bist das. Dumm-di-dumm-di-dumm. Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. Okay, wir brauchen was? Ein Strom? Nein, wie viel kostet das Ding? Kostet nichts, okay. Ich kann einfach nicht verlieren. Benötigt 3. Echt, das reicht noch nicht. Anscheinend nicht. Benötigt 3. Eigentlich müsste das... Achso, warte mal, halt. Mach nochmal von... Was? Von da hin. Hat das jetzt Strom? Das hat immer noch keinen Strom, weil dieses Kabel falsch ist. Tab abbrechen. Warte mal, kann ich das irgendwie Tab lagern? Ja. Warum kann ich das nicht anbringen?
Okay. Ja, kannst du jetzt hier rüber nicht? Warum geht das nicht? Gut. Ist das jetzt alles verbunden? Ich denke ja schon. Ja, okay, alles klar. Jetzt hat alles Strom. Gut. Und dabei will man doch nur mal woanders hingehen. Hi, Ada. Doch, ich glaube, wir waren schon in Grey Garden. Luke Silverhand. Da sitzt er. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ja, Aluminium. Meine gut, Aluminium. Okay. Alles leer. Okay. Da ist nichts. Dann wird einmal nach oben. So, wir müssen irgendwo darüber. Das ist hinter der Straße, das Gebäude. Wahrscheinlich das, was man da sieht. Wie bitte was? Bleib mal bitte drin. Okay. Schade, alles schon geplündert. Gut. Dann wollen wir mal uns in die Wildnis wieder schlagen. Ja, komm, bleib mal schön hier auf der Brücke. Radio Emergency Frequency gefunden, nicht? Drüben läuft auf jeden Fall einer rum, okay. Hi. Hi. So, dann wollen wir mal. Apotheke am University Point. Vault 88, bitte was? University Point, wieso? Okay. Ein Synth-Angreifer. Ah ja, okay, gut, alles klar. Ich hab schon mich gewundert. Ist das ein Freund oder ein Feind? Toll. Ja, okay, so funktioniert das nicht. Alles klar. Klingenkorn gibt's hier. Hm, scheint wirklich was zu werden. So, was hast du denn hier? Ja, die Fusionsgeschichte muss ich jetzt nicht mitnehmen, weil der Institut bringt ja nur Plastik. So ein kleines Plastikgewehr hier.
Vorkriegsgeld, noch mehr Vorkriegsgeld. Ja, das ist wohl nicht Aluminium. Ja, wo geht's denn da hin? Ja, hier geht's ja raus. Alle Systeme bereit, Ma'am. Gut. Benötigt Terminal. Was? University Credit Union. Sekunde. Was? Eine Synth-Komponente. Na gut, was immer das auch ist. Eine generische Synth-Komponente. Hier ist auch ein Rechner. Terminal des Bürgermeisters. Protokolle der Stadtratssitzungen. 12.08.2285. Sondersitzung zur Ordnung ermahnt. Bürgermeister spricht wegen des Besuchers. Besucher behauptet, Agent des Instituts zu sein. Behauptet, die Siedlung verfügt über wertvolle Vorkriegstechnologie. Hat gehört, dass ein Mädchen sie gefunden hat. Jacqueline Spencer. Thema zur offenen Diskussion freigegeben. Gladys Maxwell fragt, wie wir uns sicher sein können, dass das kein Trick ist. Pete Owens schlägt vor, Jacqueline auszuhändigen, damit die Stadt verschont wird. Gerald Spencer bedroht Pete. Kleineres Handgemenge bricht aus. Schnell bleibt beigelegt. Bürgermeister stellt Ordnung wieder her. Thema wird morgen Abend zur Abstimmung vorgelegt. Versammlung vertagt. 1.8. Das ist nicht um was? Geralds Vault-Passwort hinzugefügt. Versammlung wurde um Ordnung gebeten. Rat stimmt über Ausfuhrgrenzen für Ernte ab. Ausfuhrgrenze maximal 20% des Ertrags. Cody Cole beim Spielen im Tresorraum von Credit Union ertappt. Rat beschließt, dieses Mal auf Bestrafung zu verzichten. Rat beschließt, Passwort für Tresorraum zu ändern. Neues Passwort Meyerlurk-Kuchen. Versammlung vertagt. Mist. Treffen zur Ordnung gerufen. Gespräche über Mittel für einen zusätzlichen Generator. Mittelbewilligung und Systemfehlerdaten beschädigt. Universitäts-Mail-Transfer. M. Lawson, gibst du unsere Kinder weg? Gibst du unsere Kinder weg? Bürgermeister Strickland. Betty meint, dass Martha ihr erzählt hat, dass du dich im Geheimen mit dem Kerl vom Institut getroffen und zugestimmt hast, ihr in unsere Kinder zu geben. Dann hat Wilmy erzählt, dass das Institut eine Atombombe versteckt hat und sie hochgehen lassen wird, wenn wir ihnen nicht unsere gesamte Ernte geben. Was ist hier los, Martin Lawson? Seacall, tut mir leid wegen Martha. Bürgermeister Strickland, ich habe Martha gebeten, abzuwarten, was du und der Rat herausbekommt, anstatt auf Gerüchte zu setzen, aber du weißt ja, wie sie ist. Du musstest mit dir bestimmt ganz schön was anhören, da bin ich sicher. Ich weiß, dass mich das eigentlich nichts angeht, aber ich glaube, du solltest dich schnell um diese Sache kümmern. Martha und Perry verbreiten Gerüchte ziemlich schnell. Du solltest also am besten eine Bürgerversammlung einberufen. M. Cole, das Institut? Bürgermeister Strickland, ich habe gehört, dass das Institut uns angreifen wird, wenn wir ihnen nicht Jacqueline übergeben. Was hat es damit auf sich? Ich weiß, dass deine Kinder schon aus dem Haus sind, aber meine Kinder sind hier. Wie kannst du es wagen, uns solche Informationen vorzuenthalten? Wir haben ein Recht darauf, es zu erfahren, wenn unsere Sicherheit in Gefahr ist. Martha Cole. G. Spencer, Jacqueline. Bert, ich wünschte, du wärst mit dieser Sache zuerst zu mir gekommen. Meine Tochter ist ein schlaues Mädchen, das weißt du. Mann, sie war es, die überhaupt herausgefunden hat, wie wir den alten Universitäts-Mail-Transfer nutzen können. Welche Beweise haben wir, dass der Typ hauptsächlich tatsächlich zum Institut gehört? Wenn sie einem Händler erzählt hat, dass sie wertvolle Daten gefunden hat, könnte der diesen Typen angeheuert haben. Die ganze Sache ist vermutlich nur ein Betrugsversuch, aber jetzt hast du Perry mit reingezogen und der wird nach Blut lechzen. Geralt. P. Owens, das Mädchen muss weg. Verdammt, Bert, ich glaub's ja nicht, dass du dich in so einer Situation hinter der Ratssatzung versteckst. Dieses verfluchte Spencer-Mädchen hat das Institut auf uns aufmerksam gemacht und wenn wir ihnen nicht geben, was sie haben wollen, werden sie uns von der Karte tilgen. Diese Kinder glauben vielleicht nicht an sie, aber ich weiß, dass deine Schwester von Synth getötet wurde. Wenn sie ihnen nicht die Daten gibt, die sie wollen, dann müssen wir das Mädchen von dem Institut übergeben. Dann können sie sich an ihr austoben und nicht an uns, Perry. Das ist schon ein Gentleman. Als Vorsitzender des Stadtrats berufe ich die Sitzung ein. Heute Abend nehmen Perry Owens, Gerald Spencer, Sylvia Cooper und ich selbst, Bert Strickland, als kommissarischer Vorsitzender des Stadtrats teil. Worum geht es hier, Bert? Ich habe Weizen, den ich einfahren muss. Gestern hatte ich einen sehr verstörenden Besuch. Ich konnte einen Teil der Unterhaltung aufzeichnen und ihr solltet sie euch am besten anhören. Ich finde darüber nichts in meinen Aufzeichnungen. Was genau wolltest du gleich nochmal? Treib keine Spielchen mit mir. Wir wissen, dass ein Mädchen hier Daten aus der Vorkriegszeit gefunden hat, die mit Energieforschung zu tun haben. Und du wirst sie mir geben.
Ich weiß wirklich nicht, welche Daten wir deiner Meinung nach haben sollen. Wir sind nur Bauern und Fischer. Ich werde mich gern für dich umhören, aber bitte steck die Pistole weg. Hör zu, mit mir kann man ja reden, aber das Institut will diese Daten. Du hast 2 Tage, sie mir zu beschaffen. Dann ziehen wir andere Seiten auf. Oh Gott, Jacqueline. Was hat deine Tochter getan, Gerald? Sie hat gesagt, dass sie an was dran ist in diesen alten Terminals, die sie repariert. Aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich was gefunden hat. Bullshit! Ich habe letzte Woche gehört, wie sie mit diesem Händler geredet hat. Es ging um irgendwas mit dem 10-fachen Preis, als wenn sie es in Diamond City verkauft. Okay, lasst mich einfach mit ihr reden. Ich finde raus, ob sie die Daten hat oder nicht. Setz dich, Pete. Wir müssen hier alle die Ruhe bewahren. Behaltet das fürs Erste bitte für euch. Wir wollen hier auf keinen Fall eine Panik auslösen. Mhm. Interesting. Achso, warte mal, halt, geh nochmal ran. Das Tape, kann man das auswerfen? Ja, nehmen wir das mal mit. Für was auch immer. Double Barrel Shotgun. Gut. Ja, den Typen kennen wir. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Aber den haben wir schon geplättet, sozusagen. Nach mehrmaligem Versuch. Dahinter ist nichts, alles klar. Ja, ich glaube, dann ist hier oben nicht viel mehr los. Tja. Wir haben ja jetzt das Passwort. Heißt das, wir müssen da nochmal ran? Anscheinend müssen wir nochmal ran. Okay, gut. Es ist nur noch Wand, oder? Ja. Ja, ist es. Dann mach sie mal auf, die Tür. Ich vergesse oft, dass Menschen ja eine Tastatur brauchen, um auf ein Terminal zuzugreifen. Wie lustig. Okay, wir haben das Signal wieder verloren. Oh nein. Okay. Machen wir erstmal aus. So, was haben wir hier? Aber wir sind auf der Rückseite der Bank, alles klar. Das ist natürlich dann die richtige Seite. Das ist genau da, wo wir hinwollen. Ja, ja, ich nehme das Geld trotzdem mit. Ja, Safe ist schon geknackt. Ist hier irgendwas drin? Ein Telefon. Ein sicherer Ort zu sein, unsere Akkumulatoren aufzuladen. Unsere? Ich würde eher sagen deine. Naja, das war jetzt das Passwort, okay? Ja. Tresorraum öffnen. Zugriff auf Schließfächer nur durch Mitarbeiter der University Credit Union. Okay. Hi Ada. Lass mich mal da. Jetzt lass mich da durch. Ich brauche das Geld, Mensch. Naja, da können wir mal abledern hier. Eine Bierbottle. Naja, was man halt so einlagert hier. Sekunde, darum kümmern wir uns gleich. Erstmal die offensichtlichen Dinge. Okay, der geht nicht. Dann haben wir hier einen Meister. Ja, okay. Nee, es ist eher mehr hier. Hm. Komm schon. Nee, nee, nee. Andere Richtung. Zwar.
Wie bitte was? Aha. Was andere Seite sein? Gut. Geschafft. Hier gibt es tatsächlich Sachen drin. Oh ja, verbessert es. Zur Abwechslung mal. Ja. Ungefähr derselbe Wert wie in dem Meister oder was? Interesting. Unique Prototype Up 77 Limitless Potential. Unbegrenzte Magazinkapazität. Ja, das klingt ja schon mal interessant. So, was steht hier? Geheime Inhalte. Benutzer L. Matthews ist angemeldet. Forschungsaufzeichnungen. Eindämmungsprobleme. Der Fortschritt des Projekts war bisher schleppend, da der Dekan Professor Campbell überwachen lässt, um zu erfahren, wo sich das Labor befindet. Curtis brachte das Thema zur Sprache, uns uneingeschränkten Zugang zum Labor zu gewähren, doch Professor Campbell sagte, dass er erst dafür sorgen muss, dass alles eingerichtet und sicher ist. Bislang hatten wir Schwierigkeiten, die Plasmonstreuung des Elektronenstrahls einzudämmen. Ich habe die Berechnung des Professors erneut überprüft und sie scheinen zu stimmen, aber sie lassen sich in unseren Experimenten nicht reproduzieren. Verbessertes Streuungsmuster. Wir erzielen viel größere Fortschritte, da Curtis und ich das Labor jetzt vollständig nutzen können. Meine Eltern denken, dass ich bei der Credit Union arbeite. Sie haben mich dazu gedrängt, ins Bankgeschäft einzusteigen. Wenn sie wüssten, dass Mr. Rivera ein verdeckter Sergeant ist, würden sie durchdrehen. Unsere Ergebnisse bei der Eindämmung der Plasmonen sind viel besser, aber seit wir den Elektronenstrahl auf rund 200 Nanometer gebündelt haben. Die Streuungsmuster zeigen eine bessere Gruppierung im Kathodolumineszenzdiagramm. Für die Reaktorsicherheit wird es wohl nicht ausreichen, aber vielleicht können wir den Energieverbrauch für kleine Industrieanlagen oder Waffen verbessern. Nicht zu fassen, dass Professor Campbell meinen Geburtstag als Passwort benutzt hat und Curtis es nicht auswendig wusste. Was ist los? Ich weiß nicht, was dort draußen los ist. Curtis und ich sind Samstag sehr früh gekommen, denn wir wollten mit den Experimenten für den Tag rechtzeitig fertig werden, um vielleicht noch ins Kino zu gehen. Als wir die Sirenen hörten, eine Art elektromagnetischer Puls hatte einige Minuten lang die Stromzufuhr unterbrochen und Sergeant Rivera sagte uns, wir sollten das Labor erst verlassen, wenn er uns dazu auffordert. Aber das ist jetzt schon 3 Tage her und wir hören immer noch Explosionen. Professor Campbell sollte mittags eigentlich zu uns stoßen, ist aber nicht aufgetaucht und unsere Freunde und Eltern sind auch dort draußen. Curtis sagt, dass alles in Ordnung ist, aber ich sehe in seinen Augen, dass er nur versucht, nicht durchzudrehen. Fortsetzung der Forschung. Laut dem Datum auf dem Terminal sind wir seit einigen Wochen hier. Eine Explosion hat den Tunnel zur Parkgarage zerstört, gerade als ich meinen letzten Protokolleintrag gemacht hatte. Es ist ruhiger, doch alle paar Stunden hören wir Explosionen. Wir haben uns entschieden, die Forschung so gut wie möglich fortzusetzen. Wenn wir uns im Krieg befinden, könnte es hilfreich sein. Falls es sonst nichts bringt, hilft es uns wenigstens, die Zeit zu vertreiben. Ich habe darüber nachgedacht, den Winkel des Parabolspiegels zu verändern und den Elektronenstrahl noch weiter zu bündeln, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Professor Campbell hat im Labor ausreichend Lebensmittel und Wasser gelagert, sodass wir hier noch ein paar Wochen durchhalten dürften. Zeit zu gehen. Der kleine Maßstab scheint die richtige Richtung zu sein. Wir haben die Wellenlänge auf rund 75 Nanometer verkürzt und eine ziemlich eindrucksvolle Erfassungsrate erzielt. Beide Prototypen laufen mit viel höheren Kapazitäten. Vor einigen Tagen sind uns die Lebensmittel ausgegangen und wir haben nur noch ein paar Dosen mit Wasser übrig. Also haben wir keine andere Wahl, als das Labor zu verlassen. Wir wissen nicht, was uns dort draußen erwartet oder ob noch jemand lebt. Wir haben uns entschieden, einen der Prototypen hier zu lassen, falls es Professor Campbell rausgeschafft hat, damit er weiß, dass wir ihn fertigstellen. Vielleicht ist es auch vergeblich, aber Curtis hat mir zugestimmt. Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte, falls es dort draußen noch was gibt. Ich habe ja gesagt. Gut. Das ist also einer von zwei, okay? Laborstation. Ah, das ganze Dosen, die sie leer gegessen haben. Und die Waffenwerkbank, okay. Interesting. Achso, das ist das Eingestürzte, alles klar. Ein bisschen mehr als eine Bank, hm?
Und da speichern wir. Gut, ja, ich habe mal nachgeschaut. Kellogg hieß der Vogel, den wir da gehört haben. Schon wieder voll vergessen. Okay. Ich muss jetzt gerade mal schauen, weil ich gerade nicht auf dem Stand bin. Erledige alle Feinde, okay? Gut. Vielleicht haben meine Annäherungssensoren auch eine Fehlfunktion, aber... Also, wir müssen da rein. Ja, okay. Das erklärt einiges. Also könnte man Sachen auch bauen, natürlich. Noch eine Laborstation. Ja, nehmen wir her. Mensch, Ada. Versperrt sie einen Weg. Holotape Silvias Holotape, echt? Okay. So, nein, das ist wieder falsch. Wir müssen natürlich ins Inventar. Wo ist es? Hier. Die jungen Leute halten das Institut vielleicht für eine Gruselgeschichte. Aber du bist doch alt genug, um dich noch an die Angriffe erinnern zu können. Ich weiß, das Mädchen tut dir leid. Aber sie ist an allem schuld. Und sie und ihr Vater müssen sich dafür verantworten. Wenn wir dem Institut geben, was es will, oder auch nur das Mädchen, dann lassen sie uns vielleicht in Ruhe. Ja, klar. Das hat gut funktioniert, auf jeden Fall. Der Kellogg. Bin ich aber schon fast froh, dass wir den Penner schon erledigt haben. So, was ist dem Safe? Ja, perfekt. Bisschen Chems, Currency, Right Away, Psycho und naja. Das lassen wir drin. Wasseraufbereitungsanlage hatten sie ja. Das war schon gar nicht so schlecht. Ach, guck mal, sind das nicht die Atomkatzen da drüben? Tatsächlich. Okay. Alles klar, dann heißt es rein wahrscheinlich, oder? Okay. Scheint keiner da zu sein. Na ja, guck mal hier. Ein Zugauslöser. Gut, was immer da auch war. Ah ja, hier. Ja, komm, gib mal die her. Dann lass sie hängen. Wie ist eigentlich unser Tragegewicht? Nur also in den Interessenshalb. 410! Nice. Um 100 gestiegen. Hallo. Vorsicht. Naja, wieder eine Meistertür. So, meisterlich genug? Ja. Ja. Huch, es schillert hier. Nein, es ist nicht Goethe, der hier schillert. So. Komm. Besser. Viel besser. Das wär's. Modell Pip-Boy mit Licht. Ja, das ist nicht so, dass wir den nicht schon haben. Ja, du kannst bitte den Rest dann auch noch nehmen, okay? Ja, hier ist nämlich auch keiner, Junge, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Rumpel. Der Dekan. Herr Mitchell über Professor Campbell.
Ich sollte mich an sie wenden, wenn ich bemerke, dass sich Professor Campbell seltsam verhält. Also er geht an den meisten Abenden zur Stunden zu, was, zur Student Credit Union, was ein bisschen ungewöhnlich erscheint. Außerdem habe ich ihn am Samstag auf meinem Weg zum Basketballtraining mit Leslie Matthews dorthin gehen sehen. Ist sie nicht eine seiner Absolventinnen? Oh, und Sandra hat gesagt, er hätte in den Studentenakten nachgesehen, um herauszufinden, wann Leslies Geburtstag ist. Was soll das denn? Also, könnten wir uns jetzt treffen, um über diese akademische Probezeit zu reden? Henry Mitchell. Dee Parker. Der Colonel ist nicht zu sprechen. Dekan Patterson. Es tut mir leid, Sie über Sie, Sir, aber ich konnte Colonel Rosemont leider nicht für Sie ans Telefon bekommen. Man hat mich stundenlang herumtelefonieren lassen. Als ich ihn endlich am Apparat hatte, um Sie durchzustellen, hat er nur gesagt, er würde Ihre beide Zeit sparen und bestätigen, dass Sie keine Freigabe haben. Danach hat er aufgelegt. Ich habe versucht, ihn zurückzurufen, allerdings wurde mir gesagt, dass er zurzeit keine weiteren Anrufe annehmen würde und sie zur Basis fahren müssten, um ihn zu sprechen. Doris Parker. S. Campbell, du hast keine Freigabe. Tut mir leid, Ellen, aber die Sache ist beschlossen. Wie die Rechtsabteilung dir sicherlich schon mitgeteilt hat, reagiert das Militär ein wenig verstimmt, wenn man sich aus einem Vertrag mit ihnen rauszuwinden versucht. Und nein, ich kann dir nicht sagen, wo das Labor ist. Oder worum es in meiner Forschung geht, da du keine Freigabe hast. Das musst du mit Colonel Rosemont klären. Warum ziehst du das auf diese persönliche Ebene? Die Universität macht eine Menge Geld damit und irgendwann wird die Geheimhaltung sowieso aufgehoben und dann gibt es noch viel mehr. Professor S. Campbell. T. Robinson. Was wird unter der Verwaltung gebaut? Dekan Patterson, wissen Sie, was genau die Armee da unter dem Verwaltungsgebäude baut? Die machen einen Höllenlärm mit ihren Presslufthämmern. Man hat mir gesagt, dass ich mich bei Fragen an Professor Campbell wenden sollte. Er meinte jedoch, das würde der Geheimhaltung unterliegen. Ich habe ihn gefragt, ob sie das autorisiert hätten. Daraufhin wollte er seinen Vertrag überprüfen lassen. Das hat die Rechtsabteilung getan und sich dahingehend geäußert, dass sein Anwalt sich bei den Verhandlungen in eine Art Grauzone begeben hat. Darüber hinaus habe ich erfahren, dass die Rechtsabteilung versucht hat, mit ihnen darüber zu reden, sie aber den Vertrag einfach vorzeitig unterschrieben hätten. Ich hoffe, das Geld ist diese ganze Mühe wert. Theresa Robinson, Personalabteilung. Wieder S. Campbell über meine Forschung. Alan, ich mache mir da nichts vor. Der wahre Grund, warum du nicht als Leiter der Abteilung ins Spiel bringen wolltest, mich als Leiter der Abteilung ins Spiel bringen wolltest, sind meine Geschäftskontakte im privaten Sektor. Nimm einfach das Geld an und lass mich meine Forschung weit betreiben. Du kannst dir bestimmt was für eine neue Anzeigetafel oder irgendwas anderes Sinnloses abzwacken. Oh, und ich bin mir sicher, dass du nach deiner Rückkehr aus dem Urlaub meinen Vertrag prüfen und herausfinden wirst, dass ich berechtigt bin, Zuschüsse für meine Arbeit auszuhandeln und anzunehmen. Viel Spaß in Maui. Was haben wir noch? Safe-Steuerung. Naja. Ist unverschlossen. Ja, okay. Gut, Leute, dann machen wir es so. In der nächsten Folge, wir müssen ja hier noch ein bisschen aufräumen, machen wir das auch. Das ist auch wieder eine verschlossene Tür, okay. Genau. Und bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Was wir hier finden, das scheint auf jeden Fall das sogenannte Institut zu sein. Alles weiter in der nächsten. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.